bin Birte Siems. Das ist hier unsere Glasstrahlerei. Wir haben die Idee aus vor 5 Jahren aus Bornholm mitgebracht. Also wir haben einfach überlegt, sowas gibt es bei uns in der Region gar nicht, und haben überlegt, ob das hier angenommen werden würde. Und haben uns dann dran gemacht, haben uns Gedanken gemacht, wie kann man es machen, wo kann man es machen, und wirklich ein komplettes Konzept erstellt und haben dann einfach losgelegt. Zu uns kommt man, wenn man persönliche Geschenke gestalten möchte, also personalisierte Gläser mit einem Namen drauf, was für Silberhochzeit, runden Geburtstag, zur Geburt, die ganzen Daten drauf machen und das eben auf verschiedenen Artikeln, auf Gläsern, Windlichtern, Dosen, Tortenplatten, Tellern, also alles, was das Herz begehrt, haben wir eigentlich jetzt so mittlerweile hier anzubieten. Wenn man sich bei uns hier eingebucht hat, um was zu kreieren, dann sucht man sich erstmal das Glas aus, was man bearbeiten möchte. Dann haben wir eine Mappe, dort sind alle Vorlagen drin, alle Sticker, die wir haben. Das wählt man sich dann aus. Die sind nummeriert und dann schreibt man sich die Nummern auf und bekommt Klebebögen. Da sind die Sticker drauf und gestaltet dann das Glas, also beklebt es im Grunde mit Aufklebern. Wenn das fertig gestaltet ist, kommt es in die Sandstrahlkabine. Da greifen wir durch 2 so riesige Handschuhe rein, halten das Glas und eine Pistole. Mit dieser Pistole wird so eine Art Sandkorund, nennt sich das, mit ganz viel Druck auf dieses Glas geschossen. Wenn das Glas gesandstrahlt wurde, werden die Aufkleber abgezogen und dort, wo der Aufkleber sitzt, das ist ja ein geschützter Bereich gewesen, da kam der Strahl nicht hin und deswegen bleibt dieser Bereich klar und das Design erscheint dann eben durch dieses Verfahren. Ja, wir haben natürlich auch immer fertige Sachen hier, die wir so zum Kauf anbieten. Der Sinn ist natürlich, dass man es hier selber bastelt. Das ist ja gerade der Gedanke hinter der Glasstrahlerei. Aber wir haben auch immer fertige Sachen für Kurzentschlossene oder die eben keine Zeit haben oder denken, sie sind untalentiert, was es nicht gibt. Aber wir haben es doch hin und wieder, dass jemand reinkommt und einfach sowas mitnehmen möchte. Oder eben auf Bestellung, ne? Dass jemand kommt und sagt, ich stelle mir das und das vor, ich habe den und den Anlass. Und dann gestalten wir das hier, weil wir sprechen dann mit den Kunden, wie sie sich das vorstellen und gestalten das dann in dem Sinne und dann wird es einfach nur abgeholt. Das ist dann die andere Variante. Wir haben hier angefangen mit der Glasstrahlerei mit Kindergeburtstag im Grunde, dadurch haben wir uns bekannt gemacht. Und mittlerweile ist es wirklich viel, dass Frauengruppen Geburtstag hier feiern oder Betriebsfeste, Weihnachtsfeiern. Und dass es jetzt auch die Erwachsenen hierher zieht. Das ist für uns sehr schön zu sehen, weil das natürlich noch, die machen andere Dinge als die Kinder und das ist eben noch kreativer. Wir erleben das hier sehr oft, dass das gestresste Frauen hierher kommen, vom Beruf oder von der Familie, was auch immer, und dann als Gruppe zu viert hierher kommen. Und mindestens eine ist immer dabei, die sagt, oh Gott, ich bin jetzt viel zu aufgedreht. Und für uns ist es immer so schön zu sehen, wie die dann hier wirklich runterfahren. Also man ist so fokussiert auf diese Arbeit, die man hier macht. Man merkt richtig, wie sich hier alle entspannen. Und das ist für uns jetzt auch als Team hier immer sehr schön zu sehen, wie die Leute dann hier so glücklich rausgehen. Und das ist eben auch das Schöne an dieser Arbeit, die wir hier machen. Hier sind einfach alle nett. So, und das ist für uns jetzt als Team auch so eine sehr schöne Arbeit. Das ist, macht glücklich. Also dass man eben wirklich sieht, dass hier die Leute wirklich zufrieden rausgehen und auch immer wieder kommen.